Das ist Wahnsinn. Ja, das ist Wahnsinn. Es ist besser als Fernsehen. Obwohl, Fernsehen ist schon auch geil. Kennst du Starship Troopers? Mit den Affen? Nee, mit den Insekten. Oh ja, mit dem Gehirn am Ende. So ein riesiger Gehirnkäfer mit so schleimigen Dingern. Ja, der ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Kannst du dir vorstellen, irgendwo da oben, auf einem dieser Sterne ist es jetzt genauso. Da leben wirklich Insekten, die sich jetzt in diesem Moment eine Riesenschlacht um die Vorherrschaft im Weltall liefern. Keiner weiß davon. Außer uns. Außer uns. Aber wir sind die Einzigen, die das wissen. Die Insekten wissen auch nicht, dass wir das wissen. Mal im Ernst, glaubst du das? Glaubst du, da ist noch irgendwas? Jetzt nicht unbedingt Insekten, aber irgendwas halt. Keine Ahnung. Ich habe mal gehört, dass man das ausrechnen kann. Also, es ist total unwahrscheinlich, dass es da oben was gibt. Aber es ist eben alles auch so unendlich groß und total unwahrscheinlich mal unendlich ergibt eben doch eine Zahl, also eine Zahl von Planeten. Und, oh, boah, keine Ahnung. Ich meine, bei uns hat es ja auch geklappt. Und irgendwo da oben sind bestimmt Rieseninsekten. Und stell dir vor, die haben auch ein Insektenkino auf ihrem Planeten. Die drehen Filme da. Und irgendwo sitzen sie gerade in ihrem Insektenkino und schauen einen Film, der von zwei Jungs handelt, die ein Auto klauen. Ja, und das ist der totale Horrorfilm. Die Insekten ekeln sich vor uns, weil wir überhaupt nicht schleimig sind. Ja, aber für die ist das alles nur Science Fiction. Uns gibt's in Wirklichkeit gar nicht. Also Autos und Menschen, das ist für die totaler Quatsch. Daran glaubt keiner bei denen. Das ist genau meine Meinung. Genau meine Meinung. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Mich reißt gerade voll.